strongest winds. But wait, I'm much wilder now. And I second that emotion, yeah, I second, second, second. Und damit ganz herzlich willkommen bei der letzten Episode Yuki TV 4 und der großen Sommerpause. Heute sind wir immer mit dabei, der Pascal von Wolz, UFO Climate, alles Interviews, bei ein Interview mit Mask gemacht hat und der Turn Up Tune an der Maligar, die zusammen im Beautiful Decay Festival waren. Also viel Spaß mit der neuen Episode. Ich war in der Weh um Beautiful Decay Festival, für ein kleines Interview mit den Organisatoren zu machen und zu gucken, wie das alles läuft und auch den Turn Up Tune an der Maligar und interviewt. Also viel Spaß. Die Käfer, die ich kenne, jetzt wieder in 17 an einem Mal ein Haus, weil aufgeraubt ging. Und du nimmst eben gesagt, wir können immer ein Festival gehen, nehmen uns was mit Kunst. Da lohnt eben Musik, Kunst, Gastronomie und Sport. Und dieses Ziel ist wirklich einmalig für so ein Festival zu machen. Und wir haben ganz unterschiedliche Sachen. Wir haben verschiedene Bühnen, 19 Bands, wir haben Künstler durch, wir haben drei Ausstellungen. Dann haben wir einen Flot Flavor Town, wo ihr viel Zierste kriegt. Lecker Sachen, noch spezielle Sachen. Und ich meine, du findest jederin etwas, was dich interessiert, durch Camping. Und voilà, das für jederin etwas du. Das Feedback von der Tour ist mega gut, deswegen ist es gut gelaufen. Wir hatten drei mega, mega flotte Konzerte. Da sind immer viel abgegangen und die Leute waren wirklich mega motiviert. Du weißt, mega gut. Oh Freck, die werden singlen an ein Album. Hey, du bist nice, ich weiß nicht, was scheiße. Die werden singlen an ein Album. Könnt man glauben, swear to God. Und ja, sonst ganz viele Songs, die ich auch produziert habe von anderen Artisten, die löser rauskommen. Voilà, Konzerten, ja, ich bin Mutti. Voilà. Also, das erste Feedback ist, dass das Hit emulig ist und dass es wirklich schön dekoriert ist. Dass es gesagt, dass es mit Leben gemacht ist. Und mit den Leuten sind wir am Anfang ganz zufrieden mit dem, was so den ganzen Weekend hier so lebt. Und wir sind in diesem Moment auch am Schloss, weil ein Schalter spielt. Und voilà, moi, gehen wir davon aus, dass noch mehr Leute werden kommen, weil. Sondern viele Familien und viele Leute gerne ab Sies und Trinken kommen und dann noch Musik genießen. Ich wollte mal noch in mein zweites Album wollte ich mal fertig machen. Und ich wollte noch im dritten Album tun hängen. Und da vielleicht noch ein paar Videos und dann vielleicht noch eine Tour. Mal gucken. Steht noch viele Sonnen Sterne. Auch ein Tour zu Lützburg, meine ich, oder? Ich ging jetzt nicht Tour nennen. Dann nenne ich einfach ein paar Konzerte und andere nicht. Weil Detox, weil Social Media deckt toxisch aus und weil ich aufhänge, weil ich die ganze Zeit am Handy war, Stories gemacht und ich mich dauernd mega aufgeregt, wenn irgendein Peach mich dann dissen oder so etwas wisst. Und so Hate-Kommentare, wenn ich die dauernd lese und so, das ist einfach nicht gut. Weil er schon einfach eine Pause gebracht hat. Also, wenn es war, nur von Dezember bis April oder so, war schon auf Social Media. Und weil er tut die Menschen gut gedauert. Und weil ich kann jeden nicht mehr nur roten, da doch zu probieren. Ich werde nur eigentlich alle Jahre sein können machen, so kleinen Social Media Detox. Ja, also schon mal nicht wirklich viel erwartet, weil er doch einfach. Ein mega random Drop war, ne? Also die Songs, schon 2 Wochen vor Release und ich dachte, dass ich ein EP werde releasen. Und das war wirklich so, ja, ich hatte ein paar Songs rundherum und dann schon die zusammengewürfelt, schön gemixt, gemastert und nichts rausgelöscht. Wir sind aber ganz zufrieden, also ich kriege viel zu persönlichen Feedback von Leuten und so, also wirklich, weil Leute mal persönlich gesagt haben, hey, das tote Lied gefällt mir mega gut und voilà, das geht mal durch. Voilà. Es war einfach nur ein kleiner Amuse-Bouche für das, was du noch könnt, weil die richtigen Projekte, wo ich noch wirklich, wirklich viel drum schaffen, die werden noch, keine Ahnung, Ende des Jahres oder so kommen, denke ich mal.
Für die Multikulti habe ich bei Pascal von Wolz einen kleinen Reportage zu einer ganz speziellen Tradition von Nationalfeiertag gemacht. Scheine bitte moje Yuki, hei sommer rimm aus dem Eichen Norden. Weil die Benzin sind da ja raus, an der Hajoven da relativ viel Kunst und Kultur aus. Am Hock sind wir hier in einem kleinen Dorf Lallien, wo all jahres den Kunstfestival auf Nationalfeiertag aus an verschiedenen Artisten dann hier ausstellen. Wie da hier gesehen, da sind damals schon fleißig am Gang, auch Sachen viel zu bereden und zu weisen, ein bisschen wie sie funktionieren. Und, ja, kommt einfach mal durch Dorf und wir weiß nicht, noch ein paar kleine Shots einfach durch Dorf, wenn du lebst. Wir sind zwar noch relativ frei, wir sind noch nicht so viel Lektor, aber normalerweise werdet ihr mütig, geht der mütig, aber wirklich gut voll mit Lektor, die dann interessiert sind. Einfach in der Kunst, dann auch vielleicht ein bisschen Musik lauschen, ein kleines Bierchen trinken, ein kleines Wupp essen. Und, also, das ist wirklich ganz gemütlich, also wenn das nächste dann Zeit hat, kommt dann ein bisschen in den Norden und das ganz flott. Dann ist auch nichts da, ja, und den ganzen Tag kann man verbringen mit Animationen. An das ganze Leben wünschen. Jufa Climate hat natürlich auch mir einen Teil beigetragen zu dieser Episode. Viel Spaß! Bonjour, aujourd'hui on est en train de préparer notre action pour le 25 juin sur la place d'Armes à 3h. Qui concerne en fait une manifestation contre la taxonomie européenne parce qu'en fait la Commission a récemment décidé qu'il était judicieux d'ajouter l'énergie fossile du gaz et l'énergie nucléaire en tant qu'énergie verte. Donc en fait c'est un greenwashing qui est totalement inacceptable parce qu'il va nous limiter dans notre capacité à arriver à une neutralité carbone d'ici 2030 et c'est un pas en arrière énorme que Youth Climate ne veut pas et n'acceptera pas. Wir bereiten uns heute vor für unsere EU-Taxonomy-Aktion am 25. Juni am Place d'Armes. Weil wir finden es nicht gut, dass in der Taxonomy Gas und Atomenergie als grüne Energie dargestellt werden. Für uns ist das riesengroßes Greenwashing und geht überhaupt nicht. Und last but not least hat Alas Interview, das hat mir kleine Gefahle gemacht, ein Interview gemacht mit Mars. Viel Spaß beim Interview. I'm doing just fine. I don't care for politeness and smiles. Please insult me and cry all night. I really think you need to back up now. Yeah. Up, up he goes. Ey, hanging down on the rope. Yeah. They ask me if I'm down. I say no. I'm upside down. Hi. I'm great. How are you? Really good. Thank you. And thanks for joining me today. Yeah, well, thanks for having me. So to begin, do you want to tell me a bit about your recent EP that you released? Definitely. So I released this new EP called Upside Down at the beginning of April. It's four songs. It's quite a very short EP, actually. It's only like 12 or 13 minutes long, I think. I had two singles with two music videos. The first single was called Good Shit, and the second one was the main track, the title track, which is called Upside Down, and I also released a second music video for that one. I would say it's quite a different style from what I did before. It's very dark, it's very aggressive. Of course, my music has always been emotional, but emotional in a different sense, I guess. Mm-hmm. And I'm quite happy with it, actually, and I'm very happy that it's finally out because I've been holding on to it for a long time, and yeah, it just feels good to release stuff. Okay, and you're also very open and motivating about to be yourself and how you really feel and not to hide behind a persona or. I don't know, try to be something else. So how did that evolve? Did that come naturally to you? Or did you have like a specific experience where you were like, okay, now I can be myself and also motivate other people to be themselves? Yeah, no, it definitely comes from a personal experience because
it's something that I haven't talked about. I've talked a lot about the fact that I want people to be themselves, and that I want, and that I also want to be myself. But I haven't talked about like the reason why I always push this narrative. There are a few reasons, but so maybe one thing already was that when I started off in the music industry, everything went super fast suddenly, and I was in this position where I felt like I had to deliver, and I feel like I pushed myself into a certain kind of image that I didn't necessarily, that didn't necessarily feel authentic to me. So that was one thing, but that's rather a small part of the whole thing. Maybe like the biggest reason for me to push this narrative of be yourself is the fact that I hid from myself for a long time, and that's something that I learned over the years. That's why I'm pushing this narrative, that I want to motivate other people to not be afraid like I was afraid, and to just fully accept who they are from the beginning. Think back and I'm like, I wish I could have told the 15-year-old boy to just, you know, it's okay, just do you and don't be ashamed for, you know, but it's because there's so much shame and so much self-hatred going on in all this, and it's so unnecessary, and so it just hurts, and I'm that's why I really like to push this idea of whatever you like, whatever you, who you are. Also this whole thing of how I want to present myself, my clothing style, my the idea of painting my nails, of wearing makeup, of just going out of my going out of the society's comfort zone, and just doing whatever I want to do, you know, because no one's gonna be hurt by me wearing makeup or nail polish, and no one gives a shit, actually, you know. But you push yourself into this idea that everyone gives a shit, and it's not really true. All that created this idea in my head of be yourself, and that's what I want to say. That's the message that I want to give to the people and tell. And I already did. I already gave this message like before, like already in 2018 and 2019. Although I didn't even do it really myself, and that's like a little bit weird, I guess. But it's not that I wanted to lie to the people at all, but I was just not ready to be true to myself. Now I am, and I'm happy that I already had this message in mind, even when I wasn't ready to fully act on it myself. Yeah. Cool. Okay. Well, thank you very much. Thank you. And well, good luck on Saturday. Thank you so much. Thanks for having me, and good luck too. Thanks. Good. Give me good, give me good shit. Where am I? Undefined cinema, what to say? So, das war es für das Toll auf Yuki TV. Ich wünsche dir bald auf jeden Fall eine schöne Vakanz und eine schöne Sommer. Merci.